My dear sister, I left you suddenly and without warning. For that and so much more to come, I apologize. I didn't board the Helios knowing what would happen, only that pursuing my research could change the world. And we did! Just not in the way I'd imagined. Not yet, anyway. I want to explain everything now, so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here, aboard the Helios, with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know a little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister, Ada. Pretty light on details there, Ada. You leave without warning, and now need me aboard the Helios? What are you telling me? Und somit willkommen zu dem Game, was ich schon lange gesucht habe, oder besser gesagt, eigentlich vergessen habe. Ich wollte es eigentlich schon viel früher zocken. Und ja, jetzt ist es endlich da. So, wir können das hier untersuchen. Ein Triumph des Ingenieurwesens. Wissenschaftlicher Fortschritt. Treten Sie in Helios Team bei. Werben Sie sich bei Ihrer örtlichen Wardenclyffe Niederlassung. Wardenclyffen. Klingt ein bisschen komisch. Ist aber so. So. Ah, wir sind mitten auf dem Meer. Auf der Helios. So. Wir machen es mal wie Weihnachten. Wir öffnen mal hier Türen. Adventskalender-Türen. Denn wir wissen nicht, was hinter den einzelnen Türen steht. Es gibt hier natürlich auch eine Tür. Das Helion Grand Theater. Großartige Unterhaltung für großartige Menschen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich mal hin. Okay. Groß ist das Ganze hier aber nicht, das Schiff, oder? Oder täuscht das? Hab so gedacht, das wäre so ein Riesenapparat. Oh, ich sehe, dass der Maschinenraum hier, oder besser gesagt, die Brücke nicht besetzt ist. Da mache ich mir eigentlich Sorgen. Okay, Storm in a Teacup Presents. Und jetzt geht's erst richtig los. Geile Atmosphäre. Ich habe mich schon gewundert. Ja, ich dachte so, kannst du an dem Game auch so ein kleines Schiff machen. Muss da irgendwas Größeres oder anderes kommen. Oh, was passiert da? Close to the sun. Jawohl. Kapitel 1, die Grenze des Hermes.
Okay. Krass. Wenn ich jetzt überlege, das ist doch hier der Ort, wo wir jetzt aufgehört hatten, eben. Wo wir quasi die Maschinen ausgeschaltet haben. Okay, wir sind jetzt hier irgendwo in so einer Werft. Also das Ganze spielt nicht nur im Hafen, sondern in einer Werft. Sehr schön. Da ist irgendwas heruntergelassen worden. Das heißt, wir können jetzt hier an Bord gehen. Helios would be more busy. I guess Ada didn't tell anyone I was coming. So, gehen wir mal die Leiter hoch. Von der Atmosphäre ja sehr geil. Erinnert mich ein bisschen an Bioshock, finde ich. Kann man hier auch hochgehen? Nee, aber da kann man runter. Ich weiß auch leider gar nicht, wo wir hin müssen. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Deswegen laufen wir jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Kann ich auch laufen? Nee. Springen. So bedingt irgendwie. Seems like I'll have to let myself in. Da passiert was. Ah, der Strom ist eingeschaltet worden. Immer nice. Sieht aber auch episch aus. Wow. Muss mich gleich anfunken hier. Wardenclyffe, a company distributing electricity. Ach, Wardenclyffe wird das ausgesprochen. Oh, da steht was mit Blut geschrieben. Quarantäne. Quarantäne. What you got yourself into, Ada? Great. Toller Effekt. Es geht aber schnell so, dass wir uns hier gruseln. Okay, sie klettert rüber. Das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Wardenclyffe. Okay, müssen wir uns mal merken. Oh, hier gibt's was zu schalten. Auch schön, wenn man einen Schalter oder einen Hebel drückt und dann wird's dann rot und dann geht nichts auf. Können wir hier rein? Nee. Wahrscheinlich nur von der anderen Seite. Vorne ist ein Aufzug, aber der sieht so aus, als wenn der... Security Override. Genau. Der ist gerade in Sicherheitsmodus. Okay, die Tür ist zu. Die hier. Ist auch zu. So, und hier leuchtet mal wieder was Schönes, Grünes. Der Zugang zum Büro. This is Nikola Tesla speaking. And unless it wasn't already obvious, ach ja, dass die stimmt, dass er die Geschichte, dass Nikola Tesla, Tesla da mit drin verarbeitet wird hier. Thanks for the warm welcome. Now, what have you done with my sister?
Wardenclyffe, Untersuchung. Abteilung für innere interne Kommunikation. Die Befragung des Forschers Becker hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Anzahl abteilungsübergreifender Gerüchte, die sensible Informationen enthielten. Leider verstummten auch die Quellen und Edison mutmaßliche Spionage. Wir sind daher bei der Untersuchung, welches Material genau kompromittiert wurde, nicht weitergekommen. Ich beantrage hiermit künftig praxisorientierter vorzugehen und die dauerhafte Sicherheit der Helios zu gewährleisten. Wir können uns keine weitere Sabotage leisten. Einmal ist genug. Mir ist bewusst, wie unrichtig Herrn T. diese weniger durchdachten Maßnahmen sind. Aber manchmal ist es auf die altmodische Art am besten. Auskunftsbeamter Strothmann. Okay. Da haben halt Leute versucht, das Ganze zu sabotieren. So, hier können wir mal hochgehen. Es war klar, dass hier wieder irgendwas zischt. Wir sollen uns ja auch erschrecken in dem Game. Okay, weil der Fahrstuhl ja ausgefallen ist. Es ist auch wichtig, dass wir jetzt, glaube ich, hier lang gehen. Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier nicht weiterkommen. Hier müssen wir weiterkommen. So, was haben wir denn hier? David Pass, Name David Bischoff, Geburtstag 4. Dezember 1890. Geboren in England, Ort Abreise London. Aufenthaltszweck begleiteter Minderjährige. Dauer der des Aufenthalts 7 Tage. Passnummer, bla bla bla. Okay, in dem Spiel gibt es viel zu lesen, stelle ich fest. Ist auch wieder irgendeine Zeitschrift. Teslas Todesstrahl soll Krieg unmöglich machen. Nikola Tesla kündigt an, Weltfrieden durch Drohung von unermesslichen Schaden zu erzwingen. Okay. Kann ich, ob wir hier lang kommen? Ich glaube ja nicht, ne? Nee. So eine andere Möglichkeit. Ja, da ist wieder der Pass. Den haben wir schon untersucht. Ich weiß gar nicht, ob wir an den Schubladen hier was machen können. Hier natürlich nichts ist. Dann gehen wir erstmal runter. Weil ich gedacht, dass wir hier weiterkommen. Wir können ja mal auf der anderen Seite gucken. Vielleicht ist da ja auch noch eine Leiter. Okay. So, wahrscheinlich hier runter. Steckbrief, Profil Dampf, bevorstehende Drohung, bekannte Pseudonyme Matthias Ellis, Simon Art, Alder, Ernest Hampson. Genau, so. So wird es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Hier flackert das Licht. Ah! Da habe ich mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Also, leichter Gänsehautfaktor. Schon übel, aber ist halt ein Computerspiel. Daher nicht so schlimm. So, wir gehen jetzt mal dahin, wo es blinkt. Wo die Lampen flackern. Da wissen wir immer, da wird es wohl weitergehen. Kommen wir nicht von hierher? Ja. Die Frage, ob das überhaupt richtig ist, dass wir jetzt hier lang gehen. Oder von hier kommen. Ja, hier gibt es ja anscheinend Poltergeister, die irgendwelche Koffer und so durch die Gegend schmeißen.
vermute mal, dass wir ja auch gar nicht mehr hier rauskommen, also. Okay, was haben wir denn hier? Nikolas Pass. Nikolas Ford, Geburtsdatum 1850, geboren in den USA. Okay. Also hier liegen viele Papiere rum. Das ist schon mal sehr interessant. Hier gibt es viel zu lesen. Da hinten flackert das Licht wieder. Dann gehen wir da doch mal hin. Boah, da waren wir ja drin. Da sind ja die Koffer umgefallen. Da war doch der Poltergeist mächtig im Gange. Ist hier irgendwas, was wir machen können? Nein. Aber ich vermute mal, wir müssen nochmal zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze hier draußen stattfindet. Ich denke mal, wir haben hier genug zu entdecken. Wir waren ja auch noch nicht überall. So. Hier ist auf jeden Fall zu, da kommen wir nicht rein. Geht Hello? Es? Anyone there? Okay. Hat einer Licht wieder ausgemacht. Mit einem tollen Schatteneffekt. Ah, das ist auch nicht schön. Wenn über einen irgendwie ein elektrischer Stromstoß losgeht. Ich denke mal, die wird auch zu sein, die Tür. Viele Türen werden nicht auf sein, weil das ist ja so. Du musst dir vorstellen, du willst ja das Game zocken. Hast aber nicht viel Möglichkeiten, dich hier zu orientieren. Also musst du ja vieles zumachen und weniges aufmachen, damit man sich dann noch ein bisschen orientieren kann. Ist aber, glaube ich, völlig normal. So. Ach genau, wir können hier nochmal reingehen, weil da ist was Grünes. Das haben wir, glaube ich, gar nicht gesehen beim letzten Mal. So schließe ich die Tür. Okay, one more to go. Nur noch eines, okay. Ich weiß gar nicht, ob hier auch irgendwas an der Wand war, was wir übersehen haben. Hier gibt es auch nur wieder. Die Türen auch wieder schließen. Ah, das ist doch das. Ach, das war ja das, was ich genau, was ich eingeschaltet habe. Dann ist doch die Frage, ob irgendwo anders eine Tür aufgegangen ist. Ach doch, hier. Er ist jetzt auf grün. Security Override grün, genau. Und jetzt brauchen wir einen anderen Schalter noch, um den roten hier auch noch grün zu kriegen. Jawohl, so viel kriege ich vom Kopf her noch zusammen. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wo der sich versteckt, dieser Schalter. Ich weiß auch nicht, warum man zwei verschiedene Schalter an unterschiedlichen Stellen irgendwie versteckt, damit man die Sicherheit des Fahrstuhls irgendwie gewährleisten kann oder muss. So, das ist ja nur für die Tür, dass die auf ist, genau.
Ah, sehr gut. Schönes Bild von Tesla. So, hier wird die Tür wieder zu sein. Ja, meine Theorie passt. Okay, aber irgendwo muss ja noch eine auf sein. Damit wir diesen Schalter für den Fahrstuhl finden. Ist auch zu. Ach, das. Nee. Warte mal. Ist das der? Wo wir drin waren? Nee. Oder? Ah, die Tür ist zu und wir müssen gucken, dass sie aufgeht. Also ist das quasi... Jetzt schauen, wie machen wir das denn mal? Okay. Dann stellen wir den untersten nach... Ne, den obersten nach oben. Den da lang. Ah, wir haben es, alles klar. So. Prima, jetzt müsste der Fahrstuhl wieder funktionieren. Genau. Wir sind jetzt hier in der Lobby, der müsste jetzt ja irgendwo, da ist er, genau. Ja, Orientierungssinn ist nicht meine Stärke, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dem Fahrstuhl fahren müssen. Alter, das ist so anachronistisch hier noch mit Holz und so. Das ist ein Zettel. Eine abgenutzte Keycard für den Eingangsaufzug der Helios. Ach du Scheiße. Das für eine Keycard, ey. Ist ja noch analog. Naja. Eieiei. What the hell? Hey. Boah, da habe ich mich jetzt aber erschrocken. Wer war das denn, ey? Mit denen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Klopft der da an der Scheibe? Ich glaube, es hagelt er. Kapitel 2. Das Feuer des Prometheus. Sehr schön. So, Freunde, ich würde aber sagen, weil wir an der, also an der Stelle das erste Kapitel abgeschlossen haben, werden wir jetzt Kapitel für Kapitel aufnehmen und dann hochladen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Ich bin froh, dass ich das Game endlich mal zocken konnte. Das hat ein bisschen gedauert. Mal schauen, wie der Gruselfaktor ist. Ich hatte eben am Fahrstuhl mich sehr erschrocken, muss ich sagen. Deswegen, ja. Lasst nochmal ein Like da und kommentiert, wie ihr das Game fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Kapitel und im nächsten Video. Bis dahin.